Herzlich willkommen zum internationalen Frühschoppen live aus Köln. Donald Trump hat in der Außenpolitik sein Wahlversprechen gehalten, ein unberechenbarer Präsident zu sein. Im Wahlkampf schimpfte er noch, dass die amerikanische Außenpolitik bislang zu vorhersehbar sei. Bevor die USA einen Krieg beginnen, würden sie das erst einmal ganz brav in einer Pressekonferenz ankündigen. Trump hingegen wolle die USA stärken, indem er unberechenbar sei. Versprechen gehalten, könnte man sagen, doch wird Donald Trump damit zum Sicherheitsrisiko für die Welt? Wir schauen mit unseren Gästen auf die internationalen Krisen, mit unseren Gästen aus aller Welt. Vor allem das verbale Wettrüsten zwischen den USA und Nordkorea. Dazu begrüße ich in der Runde für Russland Andreas Brenner, Journalist bei der Deutschen Welle. Herzlich willkommen. Für Frankreich Anne Maillet, sie arbeitet für das französische Fernsehen in Deutschland. Für die USA Eric Kirschbaum, langjähriger Journalist in Deutschland für Reuters und amerikanische Zeitungen. Für die EU Markus Preis, der uns immer wieder Europa erklärt, als Leiter des ARD-Europastudios in Brüssel. Und auch Südkorea ist vertreten mit Nathalie Han, der Chefredakteurin des Magazins Korea-Forum. Herzlich willkommen Ihnen allen in der Runde. Diese Woche hat sich täglich und fast stündlich ja die Lage zwischen den USA und Nordkorea verändert und verschärft. Zuerst wollen wir aber über ein weiteres aktuelles Thema sprechen. Eric Kirschbaum, in Charlottesville, Virginia, gab es gestern heftige Ausschreitungen und auch Tote. Was ist da passiert? Ja, das war eine Neonazi-Demonstration in den USA und es gab eine Gegendemonstration und es kam zu Tumulte und dann später am Nachmittag ist einer mit einem Auto da reingefahren in den Gegner von den Demonstrationen. Es gab einen Tote und ja, hässliche Szenen. Aber vor allem, was hässlich war, ist, dass Präsident Trump hat beide Seiten verurteilt und er hat keine starke Verurteilung gegenüber die White Supremacists gemacht und das hat zu weiteren Unruhen in den USA geführt und es zeigt, wie brisant diese Rassthema momentan in den USA ist. Das sind seine Anhänger natürlich, die White Americans und er will die nicht so vergraulen, aber da geht schon über Linien, die für weitere Furore sorgen würde. Gab es da Kritik vor allem von den Demokraten und denen, die ohnehin Trump kritisch sehen? Oder woher kam die Kritik an seinen Worten gestern nach diesen Ausschreitungen? Ja, von allen. Paul Ryan, der Republican-Sprecher des Hauses, war auch dagegen. Seine Frau sogar hat auch ein Twitter losgelassen, die ein bisschen das andere Position eingenommen hat als Trump. Trump will die Leute nicht vergraulen, das sind seine Anhänger. Aber das macht die Augen, man macht die Augen auf, wenn man Trump das nicht ganz deutlich verurteilt, was da passiert ist. Und im ganzen Süden von Amerika gibt es diese Anhänger von der Confederate Flag, diese Bürgerkriegszeiten Flag. Und diese ganze Demonstration ging über ein Statue von Robert E. Lee. Das ist irgendwie eine ganz kleine Sache, aber es hat so eskaliert. Und es zeigt, wie brisant die Lage in den USA momentan ist mit dem Thema Rassismus. Das ist die innenpolitische Lage. Wir schauen jetzt aber erst einmal auf das große Thema der Woche, auf die Außenpolitik, und zwar auf den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea. Frau Han, wie bedrohlich schätzen Sie diese Lage aktuell ein? Ja, seit gestern habe ich den Eindruck, das hat sich etwas entschärft, nachdem Trump dann mit dem chinesischen Premierminister gesprochen hat, dass chinesische Seite jetzt die amerikanische Seite zu einem Gespräch zwingen will. Nordkorea ist für uns ja sehr weit weg und trotzdem haben viele Deutsche aber in dieser Woche durchaus Angst gehabt vor dem, was sich da entwickelt. Wie ist das für die Menschen vor Ort in Südkorea, in Nordkorea? Also in Südkorea reagiert man weniger panisch. Wahrscheinlich, wenn man Panik entwickelt, hat man wirklich eine Panik. Man muss sich vorstellen, südkoreanische Halbinsel, also die koreanische Halbinsel ist nicht groß und Südkorea liegt ja direkt an Nordkorea. Und wenn ein Krieg jetzt ausbrechen würde, dann ist Südkorea genauso dran. Deswegen bleibt man in Südkorea, glaube ich, auch eher ruhig. Auch die Regierung zeigt wenig Reaktion. Und aber auch Südkorea hat durch die Vorgängerregierung in den letzten Jahren, wo sie jegliche Kontakte zu Nordkorea abgebrochen hat, im Moment hat man gar keine Möglichkeit, in ein Gespräch mit Nordkorea beizutreten.
Aus amerikanischer Sicht, Eric Kirschbaum, wie ernst ist die Lage? Ja, Trump sagt viel, aber was tut Trump? Trump, es gibt keine Kriegsschiffe, die nach Korea segeln. Der hat wieder mal hat Trump mit Wörtern die Welt in Aufruhr gemacht. Aber in Deutschland hat man natürlich immer Angst vor Krieg, das kann man verstehen. Aber viele Leute nehmen, was Trump da gesagt hat, nicht so ernst. Ich persönlich nehme es auch nicht so ernst, weil ich denke, der redet viel, wenn der Tag lang ist. Aber was tut er? Guck mal, was er tut. Es gibt keine Schiffe die Richtung, es gibt keine Alarmbereitschaft bei den Soldaten. Darauf sollte man ein bisschen mehr gucken und ein bisschen weniger Angst haben, denke ich. Trump ist wie ein Hund, der beißt viel, aber er bellt viel, aber beißt er? Das ist die Frage. Angst also vor allem in Deutschland und Europa, auch auf die Entfernung an Mayé. Wie steht Frankreich eigentlich zu diesem Konflikt? Angela Merkel in Deutschland hat sich ja schon geäußert, sie fordert mehr Diplomatie. Was kommt aus der französischen Politik? Emmanuel Macron hat aus dem Urlaub heraus ein Kommuniqué geschickt, um natürlich daran zu appellieren, auch die Spannungen abzubauen und hat aber auch an Nordkorea natürlich hat Nordkorea an seine internationalen Verpflichtungen erinnert und aber ich fand die Reaktion in Frankreich weniger heftig als in Deutschland. Also man merkt schon, dass Emmanuel Macron mit Donald Trump vielleicht eine andere Art und Weise hat, also mit ihm umzugehen, als die deutschen Politiker im Moment, die ja natürlich im Wahlkampf sind. Das ist ja noch vielleicht noch eine andere Ebene. Das heißt, die französische Politik nimmt ihn gelassener, nimmt Trump gelassener? Ich glaube, mit mehr Pragmatismus. Also es gibt natürlich auch in Frankreich ein kollektives Kopfschütteln, jedes Mal, wenn Donald Trump etwas sagt, natürlich, gerade in den Medien, aber auf Regierungsebene merkt man schon, dass der Wahl Emmanuel Macron ein ganz anderer Ton eingeschlagen hat als vor der Wahl, wo er genauso kritisch war gegenüber Donald Trump. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Also er muss damit mit ihm umgehen. Er sieht es sehr pragmatisch, erkennt, glaube ich, vielleicht auch aus seiner Vergangenheit Geschäftsleute, weiß vielleicht besser, wie man mit dem umgeht. Aber der Ton ist auf jeden Fall ein anderer, ja. Markus Preis, schauen wir auf die EU. Und da ist die Frage vielleicht nicht nur, welche Meinung und welche Position die EU hat, sondern auch wie viele zu diesem Konflikt. Ich bin überrascht über das, was Anne Maillet sagt, dass man Trump so gelassen und pragmatisch sehen kann. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, die Frage der Sendung ist ja ein Sicherheitsrisiko. Und Sicherheit ist ja auch immer eigentlich dadurch definiert, dass es keine Unsicherheit gibt. Und Trump schafft jeden Tag neue Unsicherheiten in dem, was er twittert, in dem, was er sagt. Es werden einfach Dinge, die überhaupt nie zur Diskussion standen, stehen die USA hinter der Verteidigung Europas, die werden mit solchen Sätzen kaputt gemacht. Da entsteht eine Unsicherheit und so gesehen ist er ein Sicherheitsrisiko. Und der Eric hat es gesagt, es ist noch nichts passiert. Aber was ist, wenn Trump nicht nur twittert, sondern wenn er das Pentagon anweist, aktiv zu werden? Was passiert dann in den USA? Also ich glaube, wir kommen in den Bereich, wo es wirklich kritisch werden kann. Und ich sehe schon jetzt nur durch die Aussagen, die Sicherheit gefährdet oder in Frage gestellt. Und Andreas Brenner, für Russland ist es ja auch nochmal, also nicht nur die politische Dimension und der Platz Russlands in diesem Konflikt, sondern es gibt auch zumindest eine kleine, aber direkte Grenze zwischen Russland und Nordkorea. Das ist der kürzeste Abschnitt, 17 Kilometer lang, aber immerhin, dann riskiert man jetzt natürlich mit diesen Verschärfung des Konflikts, vielleicht einen, so wie man in Russland sagt, einen begrenzten Atomkrieg vielleicht. Und das wäre dann an der Grenze zu Russland. Und das ist natürlich gefährlich. Es gab natürlich einen Witz nach dem G20-Gipfel in Hamburg in Russland. Also warum hat das der Treffen zwischen Trump und Putin so lange gedauert? Weil der Trump also die ganze Zeit wissen wollte, warum Putin ihn zum Präsidenten gemacht hat. Ich glaube, diese Einmischung nicht unbedingt, dass es das entscheidend für das Wahlergebnis war. Aber jetzt fragt man, glaube ich, sich auch in Russland, in Moskau, warum man gewollt hat, dass der Trump Präsident von Vereinigten Staaten wird. Weil jetzt gerade diese das Risiko ist da.
Und dann ist man sich auch ganz bewusst, wenn man die Nachrichten senden von den auch von den staatlich treuen Sendern in Russland anguckt, da sind der Ton auch schärfer geworden, das ist auch Kritik der Trump gegenüber deutlich da. Das sind auch die Aussagen von dem Außenminister Lavrov auch in den letzten Tagen, waren schon ziemlich, die sprachen eindeutige Sprache, dass der Stärkere einfach in diesem Konflikt nachgeben sollte. Genau, dass die Beziehung USA-Russland vertiefen wir gleich noch. Bleiben wir erstmal bei dem Nordkorea-Konflikt. Eric Kirschbaum, wie lange kann Donald Trump weiter verbal aufrüsten, ohne dass Taten folgen müssen? Ja, das nächste Thema kommt bestimmt für Trump. Und das ist ein bisschen Ablenkungsmanöver für seine innenpolitischen Probleme. Momentan gelingt ihm gar nichts in den USA. Die Gesundheitsreform, die er machen wollte, ist gescheitert. Viele andere Projekte sind gescheitert. Er hat ein kurzes bisschen was für seinen Anhänger gemacht mit seiner markanten Sprüche. Das ist schon gefährlich, was er da sagt, aber zum Glück gibt es keine Taten, die folgen. Und darauf sollte man gucken. Passiert dann was? Gibt es eine Alarmbereitschaft oder so? Und bis dann kann man das vielleicht als wieder ein Trump-Äußerungen abheften und warten, bis was folgt. Hoffentlich nicht. Das heißt aber, Sie tendieren dazu, ein wirkliches Sicherheitsrisiko besteht nicht, weil das alles nur Worte sind, weil das verbal ist? Ja, ich denke schon. Ich meine, sein Außenminister hat dann gleich eine Pressekonferenz gemacht und er macht ganz wenige Pressekonferenzen. Man kann ruhig schlafen, man soll wieder seine Nachtruhe bewahren und so. Und man soll das Gesamtbild sehen. Und es gibt auch so Berichte über Abmachungen, dass sein Sicherheitsberater und Außenminister, einer bleibt immer im Land, damit er ein bisschen auf Trump aufpassen kann. Und das glaube ich schon, diese Medienberichte, dass es gibt wirklich die Institutionen funktionieren. Trump ist vielleicht ein Präsident, der ein bisschen Sicherheitsprobleme macht, aber es gibt um ihn herum ganz besonnene Leute, die wirklich gucken und aufpassen, dass es nicht so weit auseinanderdriftet und auseinanderartet. Aber kann das wirklich dauerhaft funktionieren? Also die Fragen werden ihm ja auch irgendwann von seinen Anhängern, die ja offenbar diese scharfe Politik wollen, gestellt werden. Was machst du denn wirklich? Du twitterst nur. Kann das nicht auch eine Dynamik entfalten, dass dann eben doch die Aktion passiert und er ist, die Institutionen sind drumherum, aber er ist der Commander in Chief, er ist der Oberkommandierende. Wenn er sagt, die Schiffe fahren jetzt, dann fahren sie auch. Oder riskieren dann die Generäle eine Staatskrise in den USA. Das kann alles passieren. Natürlich ist es ein Risiko, aber man soll wirklich, es ist eine kleine Flamme jetzt mit Trump, mit seinen Wörtern. Aber es ist noch keine große Krise jetzt. Es sind keine Flugzeuge auf den Wegen nach West-Berlin oder so oder nach Korea. Es ist wirklich nur Wörter mit Trump. Und es ist irgendwie interessant mit Trump. Er macht die gleiche Spiel wie der aus Nordkorea, Kim Jong-un. Der macht auch Wörter. Die passen irgendwie zusammen. Die wollen irgendwann mal einen Hamburger-Gipfel machen. Vielleicht sehen wir das. Vielleicht kommen die dann irgendwie doch zusammen. Das sind beide skurrile, komische Figuren. Keine Ahnung. Ich meine, die Politik vorher mit Obama und Clinton und Bush und so, Trump hat das alles kritisiert, aber mit Trump vielleicht gelingt dem irgendwas, was mit den anderen Politik nicht gelungen ist. Ich will nicht unbedingt Trump in Schutz nehmen, aber eigentlich, wir müssen auch die Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Also, weil die Ursache für diese Krise waren die Tests von Nordkorea, die durchgeführt worden sind, und dann die Tweets von Trump waren eigentlich die Reaktion da drauf. Und das ist wahrscheinlich die Ursache, dass man vielleicht auch mit Nordkorea noch anfangen sollte, an der Lösung des Problems zu arbeiten. Aber man kann sich schon fragen, warum dann im Sicherheitsrat Anfang August zu einer Entscheidung gekommen ist und ein paar Tage später, bevor überhaupt darauf etwas aufgebaut wurde, Trump dann mit dieser verbalen Eskalation kommt. Und ich weiß auch nicht, ich tendiere auch dazu, in ihre Richtung zu gehen, weil wenn man sieht, auch diese verbale Eskalation mit Nordkorea wurde plötzlich gestern ersetzt durch eine verbale Eskalation gegen Venezuela. Wo man sich plötzlich, ich habe gedacht, habe ich falsch gehört? Redet der plötzlich von Venezuela? Habe ich das gehört? Ja, das habe ich gehört. Ja, hat er gesagt. So. Und dann denke ich, okay, und dann ist es ist auf Dauer, es ist natürlich die Frage, wie ernst sollte man ihn nehmen? Ich meine, der ist Präsident der Vereinigten Staaten, sicher. Ja. Aber jemand, der jeden Tag, also es ist wie eine Seifenoper. Ich habe auch das, der braucht Aufmerksamkeit und ist scheinbar bereit, mit allen möglichen Mitteln diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber, und diese Abwägung, wie ernst muss man das nehmen oder nicht nehmen, ist schwierig. Aber die Frage ist ja auch, dieser Druck, den er auf jeden Fall in der Debatte ja auslöst durch seine Aussagen,
Könnte der denn überhaupt was bewirken bei Nordkorea? Also diese Drohgebärde und das militärische Drohen von Donald Trump, kann das Nordkorea zu einer Änderung und zu einem Rückzug mit den Tests bewegen? Ich fürchte eher im Gegenteil, wenn da kein Gespräch zustande kommt, dass tatsächlich Nordkorea, wie sie jetzt gedroht haben, die würden ja Rakete auf Guam fliegen lassen. Jetzt haben sie das auch ein bisschen revidiert, dass es auf 30, 40 Kilometer vor Guam ist. Aber das ist durchaus möglich, weil die Spannungen gehen ja jetzt über Jahrzehnte. Es ist ja, und die Sanktionen werden immer stärker und Nordkorea hat an sich nichts mehr zu verlieren. Also wenn dann nochmal China jetzt auch nachlegen würde, Erdöl nicht zu liefern und Lebensmittel. Und Nordkorea hatte mal, nachdem der Ostblock zusammengebrochen ist, eine unheimliche lange Phase an Hungersnöte gehabt. Und das wollen sie sicherlich nicht noch mal haben. Im Moment geht es irgendwie wirtschaftlich etwas besser. Und das wollen sie nicht verlieren. Also jetzt müssen wir, ich denke auch, dass es nicht zu einer wirklichen Eskalation kommt, aber wenn man so oft das ausspricht, irgendwann muss ja was auch passieren und das ist ja jetzt nicht nur zum Spaß. Und weiß nicht, was Donald Trump anbieten würde. Wir haben es ja gesehen mit Barack Obama, der mit Syrien eine rote Grenze markiert hat und dann aber keine Taten hat folgen lassen. Sind bei Donald Trump solche Regeln außer Kraft gesetzt, also dass es dass er dann schwach wirken könnte? Ich glaube, bei Trump sind alle Regeln außer Kraft gesetzt. Er findet jeden Tag neue Sachen, was er sagt, und der wird schnell gelangweilt. Klar, aber Bill Clinton hat auch mal überlegt, könnten wir eine militärische Aktion gegen Nordkorea machen? Und die haben das geplant und Strategie und so gemacht. Es gab nur Verlierer. Es gab viele Hunderte von Tausend Toten auf beide Seiten. Und Clinton hat das dann verworfen. Und alle wissen das. Und seitdem ist Seoul noch gewachsen. Es sind immer mehr Leute in der Nähe von Nordkorea. Ich denke, alle wissen, es gibt so viele Verluste, nur Verlierer, wenn es zur militärischen Eskalation kommt. Und deswegen glaube ich, dass keiner das will. Und Nordkorea hat auch unheimlich viel zu verlieren. Das wäre selbstmörderisch für die nordkoreanische Regierung, wenn die einen Krieg gegen den USA irgendwie vom Zaun brechen würde. Von daher denke ich, ist es schon blöd und doof, was Trump da sagt. Aber die Gefahr, dass es zum Krieg kommt, sehe ich wirklich nicht. Und ich glaube, viele kluge Köpfe in den USA glauben nicht, dass es zum Krieg kommt. Aber was Trump sehr schwierig macht, natürlich, ist, dass er ständig Regeln bricht, wie Sie gesagt haben. Bis jetzt haben in den letzten Jahren haben das nur Moskau und Russland gemacht. Jetzt ist dann plötzlich Trump aufgetaucht, auf der Weltbühne. Und dann wollen sie so starke Spieler, da plötzlich präsent sind. Das macht natürlich die Sache komplizierter. Auch für die Nordkorea dann bei diesen Gesprächen dann vielleicht doch mitzuwirken. In diesem Konflikt Russland hat sich, Sie haben es ja schon gesagt, der Außenminister zu Wort gemeldet. China war sehr lange ruhig in diesem Konflikt. Ist China aber eigentlich das Land, was am meisten Einfluss auf Nordkorea hat in diesem Konflikt? Ich glaube ja. Und das sind auch, glaube ich, sich Leute und Politiker in Moskau bewusst, dass sie kaum Einflussmöglichkeiten auf Nordkorea haben. Und das spielt man auch mit Peking mit. Man hat auch diese Resolution im Sicherheitsrat mitgetragen. Man sagt, es gibt diese russisch-chinesische Initiative, was dann zu Deeskalation führen könnte, wie zum Beispiel, dass die Nordkorea die Tests mit den Tests aufhört und gleichzeitig aber Vereinigten Staaten und Südkorea mit den Manöver an der nordkoreanischen Grenze. Das wäre die Initiative von Peking und Moskau, die man zusammen versucht durchzuziehen. Aber ich glaube, dann die erste Geige spielt dann eindeutig Peking und China in der Lösung der Nordkorea-Krise. Aber scheint ein solcher Kompromiss nicht sehr unwahrscheinlich bei einem amerikanischen Präsidenten, der so stark auftritt und mit Krieg droht, dass der dann wirklich so einen zentralen Schritt zurücktreten würde für einen solchen Kompromiss? Ja, man muss mal irgendwie schaffen, die Grundlage schaffen, dass alle Seiten das Gesicht quasi behalten und nicht verlieren. Und vielleicht dann macht es möglich. Und wir haben jetzt schon die Möglichkeit von Sanktionen angesprochen. Ich denke schon, dass wenn man wirklich dann gezielte und starke Sanktionen dann durchführt, dann sie auch dann die Wirkung haben können. Was ja Frau Han dann gesagt hat, dass dann wirklich, man hat jetzt eine bessere wirtschaftliche Lage in Nordkorea und das kann man darauf zielen. Und die Sanktionen gegen Russland haben ja auch gezeigt, sollten sie
personell Politiker treffen, dann die Elite treffen, die für die Entscheidungen zuständig sind. Da sind die Sanktionen am wirksamsten und dann zeigen sie auch ihre Wirkung. Vielleicht kann man dann auch im Falle von Nordkorea so ausprobieren. Die Sanktionen sind ja beschlossen, aber die Frage ist ja noch, ob China und Russland die wirklich so eins zu eins umsetzen. Ich glaube, das ist die Frage an eine chinesische Führung, die das macht. Also die Russland würde das wahrscheinlich das mittragen, weil auch wir der Handelsvolumen von Nordkorea uns anschauen. Das ist über 90% läuft über China und deswegen sind dann wirklich die Einflussmöglichkeiten nur von der chinesischen Seite möglich. Der Einfluss von China besonders groß. Schauen wir mal auf die EU, auch wenn wir natürlich darüber sprechen, wie äußert sich jedes Land, wie äußert sich die EU. Spielt die EU aber überhaupt eine Rolle in diesem Konflikt? Also alle Diplomaten, mit denen man dazu in Brüssel sprechen kann, die sagen, wir sitzen ganz, ganz, ganz weit weg von dem Tisch, an dem das entschieden wird. Die Möglichkeiten, die man in Brüssel sieht, trotzdem da aktiv zu sein, die sind A, die Umsetzung der Sanktionen. Wir hatten den Beschluss im Sicherheitsrat, da gab es jetzt auch schon eine Umsetzung. Die zielen vor allen Dingen aus EU-Sicht darauf, was Herr Brenner sagte, einzelne Personen noch auch in den Fokus mitzunehmen und vor allen Dingen die Devisenbeschaffungsmöglichkeiten für Nordkorea noch weiter einzuschränken, denn das ist quasi ja der Treibstoff, der die Weiterentwicklung im Nuklearbereich antreibt. Da ist auch viel passiert. Das ist gerade vor ein paar Tagen auch noch mal verschärft worden, also um Nordkorea von Devisen abzuschneiden. Das andere ist, zu ermutigen, die Diplomatie, und da laufen die Gespräche vor allen Dingen mit den drei Ländern USA, beruhigen und China und Russland ermutigen, Gespräche wieder aufzunehmen. Es gab ja schon mal die Sechsergespräche mit Japan, Südkorea, Nordkorea, China, Russland und den USA, dass dieses Format quasi sich wieder etabliert. Und es wird ein bisschen diskutiert, ob die EU so eine Rolle schaffen könnte, wie sie die beim Iran hatte. Also eigentlich nicht der große Player, aber am Ende dann doch der diplomatisch die stärksten Fäden gezogen hat. Das ist aber, glaube ich, in dem Fall schwierig, weil im Iran gab es halt sehr starke bilaterale Beziehungen von Großbritannien, von Frankreich und von Deutschland, die das eigentlich angefangen haben. Und die EU hat dann diese Rolle übernommen. Das haben wir jetzt bei Nordkorea nicht. Also ich glaube, außer die anderen zu ermutigen und die USA zu bremsen, hat die EU da nicht viel mitzureden. Und was anders ist für dieses diplomatische Modell, was Sie gerade genannt haben, müssten die USA ja wirklich mitmachen. Das heißt, unter Barack Obama war das eine andere Situation. Jetzt ist ja die Frage, wo ohnehin das Verhältnis EU-USA viele Fragezeichen hat, gerade auf dem diplomatischen Weg zwischen den Ländern in der Zusammenarbeit. Würde das überhaupt so ohne weiteres funktionieren, dass die EU sich so einschaltet und mit ins Spiel bringt? Also ich glaube, nicht entscheidend. Wenn es vielleicht ein längerfristiger Prozess ist, ist sicher eine unterstützende Rolle da möglich. Aber ich glaube, die entscheidenden Akteure sind momentan in Pyongyang, in Washington und in Peking. Ich glaube nicht, dass die EU das entscheidend beeinflussen kann. Barack Obama hat Donald Trump bei der Übergabe mit auf den Weg gegeben, dass Nordkorea der größte Konflikt sein wird in der Amtszeit von Donald Trump in der Außenpolitik. Das heißt, das kam jetzt gar nicht überraschend. Nee, ich glaube, Trump redet über Nordkorea seit Anfang an. Der hat in Florida mit dem chinesischen Präsident auch getroffen und viel über Nordkorea gesprochen. Trumps ganz Präsidenten in den USA haben oft Handel und Diplomatie getrennt. Aber Trump, ein Immobilienmakler, Immobiliengeschäftsmann, er probiert die beiden zu verbinden. Und er will durch Handel mit China Hebelwirkung erzeugen, damit China mehr Druck auf Nordkorea macht. Das ist wirklich ein Schlüsselelement von diesem ganzen Konflikt. Und es gibt auch Leute, die meinen, Trump kommt aus der Immobilienbranche. Und da gilt es in Verhandlungen, eine Maximumposition zu erzeugen, damit man nicht in der Mitte trifft, sondern ein bisschen näher auf deine Seite. Und das macht vielleicht Trump jetzt gerade. Vielleicht diese ganze verbale Aufrüstung ist, um ein besseres Ergebnis zu bekommen auf der Handlungstisch. Er will vielleicht Nordkorea zwingen zu handeln wieder, muss man es abwarten. Aber ich glaube, Panik ist absolut der falsche
falsche Weg hier. Und ich weiß, in Deutschland hat man wirklich sehr empfindliche Angst vor Kriege. Das spürt man jedes Mal. Ein bisschen Kriegluft in der Welt. Und plötzlich in Deutschland ist man wie der kanarische Kanare in dem Bergbau. Die werden ganz nervös und flackrig hier. Aber man braucht nicht so viel Angst zu haben. Trump, das ist konsistent mit Trump. Seit Anfang an macht er so diese Äußerungen, die wirklich zum Kopfschütteln sind. Und da macht er wieder. Und er wird sicherlich jahrelang noch weiter solche Äußerungen machen. Die kommen auch übrigens ganz gut bei seinen Anhängern an. Das darf man nie vergessen. Aber der Grund, glaube ich, dafür, dass man dann so flattert wie ein Kanarienvogel, der ist einfach, dass die Europäer stärker sehen, wir sind sicherheitstechnisch von den USA abhängig. Und wenn sich dieses Land so lächerlich macht, dann ist quasi auch der Schutz, den wir irgendwie genießen, hat einen lächerlicheren Charakter. Und das ist das, was viele nicht wollen und was sie nicht wollen, wo sie sich auch vorfürchten, dass diese Abschreckung, die ruhig und ungenutzt immer da war, dass an die keiner mehr glaubt. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man so nervös wird, dass permanent mit großen Szenarien gedroht wird, die dann vielleicht nicht eingehalten werden. Sie haben es gesagt, in Sachen Syrien ist nichts passiert. Jetzt wird mit Feuer und Zorn gedroht und da passiert auch nichts, hoffentlich. Aber das macht die US-Abschreckung lächerlich. Und die braucht Europa sehr stark. Aber das ist eine Mann hier. Ein Mann, ein wichtiger Mann, der das Ding sagt. Ja, aber der sagt das, aber guckt das ganze System an, die ganzen Institutionen in den USA. Und die sind nicht so kriegslustig wie dieser vielleicht eine Präsident. Es ist schon ein Unterschied. Und das ist so schön in Europa, man differenziert oft zwischen was die Regierung sagt und was die ganzen Apparaten sagen. Und man kann Angst haben. Klar, man kann Angst haben. Da ist ein Präsident, der redet über Krieg. Würde ich vielleicht auch Angst haben. Aber wenn man das ganze Bild anguckt, braucht man, glaube ich, nicht so viel Angst zu haben, dass irgendwas bevorsteht. Da haben Sie bestimmt recht. Aber das Problem ist, glaube ich, dass Trump offen mit einem Tabu spielt, was in Westeuropa nach dem Zweiten Weltkrieg unmöglich ist. Also der Grundsatz des Lebens hier ist halt nie wieder Krieg. Und jetzt wird dieses Tabu dann von Trump dann bewusst gebrochen, dass man wirklich dann diese Option dann auf den Tisch legt. Und das macht beunruhigt, glaube ich, so die Europäer deswegen. Und zwar gleich in einer total eskalierten Form. Also er hat ja nicht gesagt, wir werden geeignete Maßnahmen ergreifen oder irgendwas, sondern dieses Feuer und Zorn, das impliziert ja quasi einen Atomschlag. Also er hat ja nicht signalisiert, wir werden uns alle Maßnahmen vorbehalten, alle Optionen liegen auf dem Tisch, sondern er hat das ausbuchstabiert und zwar gleich bis ganz ans Ende. Und das macht, glaube ich, so viele Sorgen auch. Und es ist ja bemerkenswert, dass wir bei diesem Konflikt USA-Nordkorea vor allem über den amerikanischen Präsidenten sprechen und nicht über den nordkoreanischen Machthaber. Ja. Frau Han, deswegen erklären Sie uns doch noch mal, wenigstens hier in der Sendung, wollen wir darauf genauer gucken, wer ist denn dieser Kim Jong-un, den wir alle ja noch gar nicht so lange kennen? Ja, schwer zu sagen. Also ich habe, glaube ich, genauso wenig Informationen wie Sie. Weil wir insgesamt so wenig Informationen aus Nordkorea haben. Wir haben mittlerweile in Südkorea hochrangige Geflüchteten aus Nordkorea, die etwas Innenblick liefern. Aber wir haben sehr wenig Ahnung. Und Kim Jong-un ist ja natürlich auch nicht alleine. Das ist eindeutig, dass hinter ihm diese ganze Parteimachtapparat, die da mithängen, die niemals ihre Macht verlieren wollen. Also wenn Kim Jong-un jetzt von der Macht abgesetzt wird, dann verlieren sie ja auch alle. Und deswegen wird auch die Seite auch sehr unberechenbar. Im Moment ist Kim Jong-un sehr unberechenbar. Deswegen sollte man dann jetzt nicht nur so jetzt, Trump redet viel und es wird nichts passieren. Also ich denke, zu einer Eskalation wird nicht kommen. Aber trotzdem muss man ja irgendwie auch daran denken, bei diesen ganzen Konflikten, wer sind dran? Das sind die nordkoreanischen Bevölkerung, die einfachen Menschen. Die werden wieder hungern und darum mache ich mir am meisten Sorgen. Und Sie selbst haben auch Familie, Verwandte in Nordkorea. Hören Sie da irgendetwas? Gibt es da irgendeine Verbindung, einen Austausch? Nein, meine beide Eltern kommen aus Nordkorea, sind eben während des Koreakrieges in den Süden geflüchtet. Aber wir haben keinerlei Kontakt zu Nordkorea. Also ich habe keine Ahnung, welche Verwandten noch am Leben sind.
Ich mache mir aber sehr viel Sorgen um meine Verwandten in Südkorea. Also wenn es zu einer Eskalation kommt, sagen wir mal, ich habe weniger Angst auf Nordkorea, weil Nordkorea droht ja mit den Worten nicht, dass sie Bombe auf Südkorea werfen wollen, sondern auch die USA oder auch auf Guam. Aber wenn ein Rückschlag gibt von den Amerikanern, wird er auf Pyongyang geben oder ich weiß nicht wohin, dann ist Südkorea genauso dran. Deswegen mache ich mir meistens mehr Sorgen, wenn die Drohung aus den USA kommt. Darf ich doch einen Versuch machen, zu beruhigen? Trump hat so ein Telefongespräch mit dem Governor von Guam gestern oder vorgestern. Und der Governor von Guam hat das auf Facebook gepostet. Und in dem Interview, in dem Gespräch, Trump sagt ihm, ja, jetzt ist Guam weltweit bekannt, die ganze Welt weiß jetzt, wo Guam ist und Tourismus wird sich zehnfach steigern. Ich meine, das ist Trumps Mentalität. Der freut sich mit dem Governor von Guam, ja, jetzt ist Guam bekannt, jetzt wissen alle Leute, wo Guam ist. Auch Montenegro, die ganze Welt weiß, wer der Ministerpräsident von Montenegro ist, weil Trump ihn bei der NATO-Gipfel zur Seite geschoben hat. Und Montenegro hat sich auch gefreut über die Öffentlichkeitswirkung da. Und Guam freut sich vielleicht jetzt auch, dass die ganze Welt weiß, wo Guam ist und Tourismus wird vielleicht steigen. Und das hat Trump gesagt. Ich meine, skurril und lächerlich, wie das ist, aber dieses Gespräch fand tatsächlich statt. Und wenn einer so redet, dann muss man vor dem Angst haben, wenn er denkt über Tourismus von Guam. Und der Gouverneur von Guam hat bei aller Sorge den Menschen viel Spaß am Strand gewünscht. Das klang in diesen Tagen auch eher merkwürdig. Aber wenn wir auf Südkorea schauen, auf die Regierung in Südkorea, normalerweise ist da ja eine sehr enge Bindung zu den USA. Besteht die mit der aktuellen Regierung weiterhin, so wie in den letzten Jahrzehnten? Ja, also die jetzige Regierung hat eigentlich ja versprochen, dass sie mehr Gespräche mit Nordkorea aufnehmen als ihre beiden Vorgängerregierungen, wo das letzte Industriekomplex, also Kaesong, auch den Rückzug gemacht hat. Und jegliche Bemühungen zur Zeit des Präsidenten Kim Dae-jung und Sonnenscheinpolitik völlig abgebrochen wurde. Und dennoch hat die jetzige Regierung, ist ja erst seit Mai im Amt, hat noch keinen Erfolg erzielt mit Nordkorea, weil sie einerseits sagen, okay, wir tragen die Sanktionen mit, aber wir wollen ein Gespräch. Und nordkoreanische Seite sagt, es ist kein Verlass auf euch. Und das ist natürlich schade. Aber was hat Südkorea? Südkorea hat, glaube ich, keine Möglichkeit. Wir haben seit dem Koreakrieg die Stationierung der US-amerikanischen Truppen, immer noch 28.000 Soldaten und sonstige US-amerikanische und südkoreanische Manöverübungen, die jährlich stattfinden. Und wogegen auch Nordkorea sagt, stellt das bitte ein und dann können wir auf ein Gespräch gehen. Nordkorea verlangt einen Friedensvertrag mit den USA, weil es ja immer noch auf der koreanischen Halbinsel Waffenstillstandsvertrag existiert. Das ist ja geschlossen damals mit Nordkorea und den USA und China. In Anwesenheit von China, südkoreanische Regierung hat da auch gar keinen Einfluss drauf. Und darauf müssen wir auch mal sehen, wird die amerikanische Regierung jemals darauf sie einlassen? Wenn die amerikanische Regierung darauf nicht einlässt, wird Nordkorea seinen Atomtest nicht aufgeben. Da würde ich auch gerne mal wissen, was Sie dazu sagen. Ich würde Sie gerne noch was fragen. Und zwar, Trump hat ja am Anfang oder im Wahlkampf auch gesagt, die anderen, seine Vorgänger haben das viel zu weit kommen lassen. Nordkorea ist viel zu weit fortgeschritten in der Entwicklung der Atomtechnik. Wie wird das eigentlich in Südkorea oder auch in den USA gesehen? Weil an der Stelle hat er ja offenbar auch in gewisser Weise einen Punkt. Also Iran ist nicht so weit gewesen und bis heute nicht so weit wie Nordkorea. Gibt es da eigentlich eine Kritik von Südkorea an den USA oder auch eine inneramerikanische? Die sagt, so weit hätte es nicht kommen dürfen und da hatte Trump recht? Also in Südkorea gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen. Also die Konservativen sagen, wir sollen eigentlich auch eine Atombombe bauen. Also die südkoreanische Seite will sich auch noch mal aufrüsten. Das wäre ja katastrophal, wenn sie das machen würde. Dann hatten wir ja diese Wettrüsten. Und also es gibt eine Meinung, die mehr den Druck haben wollen, aber
wir haben ja jetzt auch diese Kerzenscheinrevolution erreicht in Südkorea und die Bevölkerung möchte einen Dialog mit Nordkorea. Nur Südkorea hat so wenig Möglichkeiten und weil Südkorea in diesem Zusammenhang, in diesem ganzen machtpolitischen Zusammenhang sehr wenig Möglichkeit hat. Wer möchte eigentlich, dass Süd- und Nordkorea wieder vereinigt ist von den Parteibeteiligten? China, also Russland oder die USA oder Japan? Niemand eigentlich. Vielleicht auch Südkorea vor allem nicht. Ja, aber die Bevölkerung in Südkorea möchten das. Aber wer jetzt diesen entscheidenden Einfluss haben wird, wie sie jetzt hier die neue Präsident Moon Jae-in da vorgehen wird, darauf sind wir sehr gespannt. Also er hat versprochen, er möchte mehr den Dialog wie zuvor, also zwischen 2000 und 2008, zur Zeit der Sonnenscheinpolitik. Aber wir wissen nicht, ob wir das hinbekommen. An unseren amerikanischen Kollegen wäre ja dann die Frage, ob dieser Konflikt bisher denn überhaupt in den USA eine Rolle gespielt hat, außer dass Donald Trump ihn im Wahlkampf erwähnt hat. Ja, klar, momentan ist es schon Hauptthema in den USA. Ja, aber zuvor die Frage von Markus Preis, ob die USA diesen Konflikt lange Zeit wirklich nicht ernst genommen haben und nicht im Vergleich zum Iran schon längst hätten handeln müssen. Ja, das ist so auf einem Backburner. Viele Leute wissen nicht mehr, wo Korea ist. Diese ganze Korea-Veteranen sind ausgestorben oder die sterben langsam aus. Aber es sind immer noch 200.000 Amerikaner in Korea stationiert. Und es ist Amerika nicht egal. Es gibt auch viele Trump-Anhänger, die finden es ganz gut, dass er hart dagegen jetzt redet. Und seine Wörter finden die ganz gut. Es gibt interessante Geschichten aus dem Süden und so. Konservative Leute finden es ganz gut, dass einer endlich auf den Pauke haut und sagt, wie es lang geht. In Seoul. Und es ist nicht, dass alle Amerikaner finden das schrecklich, was Trump sagt. Es gibt schon viele, die finden das eigentlich ganz in Ordnung und längst überfällig. Ein kurzes Zwischenfazit. Es gibt in der Runde ja durchaus verschiedene Analysen und Ansichten, ob das alles heiße Luft ist von Donald Trump oder ob tatsächlich die Situation weiter eskalieren könnte. Für den Fall eines Anschlags der USA auf Nordkorea oder Nordkorea würde starten und die USA würden zurückschlagen, wie würden sich die wichtigsten Länder in diesem Konflikt verhalten? Was würde Russland machen? Was würde China machen? Ganz schwierige Frage. Das ist wirklich, weil wir dann allein schon der Ausdruck, der jetzt in den russischen Medien gekommen ist, ein begrenzter Atomkrieg, als man hat dann zur Illusion wahrscheinlich, dass ein Atomkrieg im Zeit und Raum irgendwie begrenzt sein kann. Aber natürlich spricht man dann deutlich über die mögliche Gefahren für den russischen Fernen Osten, wenn es gerade zu dem Atomschlagabtausch dann kommt. Vielleicht kommt auch so nicht so weit, was die Sorge von der Südkoreaner ist, dass nicht unbedingt die Atomwaffen oder Atomraketen dann fliegen oder abgeworfen werden. Das sind einfach Artilleriegeschosse, die von Nordkorea auf die Südkorea dann kommen. Und das macht vielleicht die Lage so gefährlich und dann Konflikt in diesem Region dann eskalieren lässt. Das muss nicht unbedingt zu einem Atomkrieg oder begrenzten Atomkrieg kommen. Aber allein schon, wenn diese kriegerische Auseinandersetzung passiert, das wird schon Russland ein bisschen auf Trab dann halten, wobei auch Russland jetzt viele Erfahrungen jetzt gemacht hat mit den Konflikten an ihren Grenzen. Nehmen wir das Beispiel Ukraine. Also deswegen denke ich mir, ist man in Russland zwar sich der Gefahr bewusst, aber ist immerhin vielleicht weniger beunruhigt wie die Europäer, habe ich das Gefühl. Vielleicht hat man auch deswegen ruhiger, weil man vielleicht auch mehr Kenntnis von dem Raketenprogramm von Nordkorea dann hat. Wir haben jetzt, glaube ich, den Raketenforscher, deutschen Raketer Robert Schmuck in allen deutschen Medien diese Woche als Interviewpartner gehabt, der meint, also das ist dann ein Riesenbluff, was jetzt Nordkorea betreibt. Und eigentlich so weit sind Nordkoreaner nicht in ihrem Raketenprogramm. Das macht dann vielleicht die Hoffnung und dann bringt auch zu Beruhigung, also was dann die mögliche Eskalation des Konflikts angeht. Also ich glaube, die Europäer sind aus zwei Gründen wahrscheinlich mehr besorgt als die Russen. Den einen habe ich schon genannt, weil dieses ganze Theater die USA lächerlich macht und die USA sind sehr wichtig für die Europäer. Der andere Grund wäre in so einem Fall, Sie haben es ja gerade gesagt, je nachdem wer anfängt, lassen wir die erste Rakete aus Nordkorea fliegen, dann sind die Europäer auch als NATO-Partner wahrscheinlich damit dabei. Also von daher gibt es schon tendenziell mehr Grund zur Sorge als in Russland. Ne?
Für die USA spielt Russland in der Außenpolitik eine wichtige Rolle, aber um auf die Innenpolitik zu schauen, auch in der Innenpolitik. Wenn wir jetzt Donald Trump noch mal innenpolitisch anschauen, Eric Kirschbaum, wird Donald Trump über seine womöglich direkten oder indirekten Kontakte zu Russland stürzen? Das ist eine sehr gute Frage. Mal sehen. Die erste Frage aus Deutschland. Aber ja, ich meine, natürlich nervt das Trump. Ich glaube, Trump ist total genervt von dieser ganzen Thematik und er würde das ganz gern verschwinden haben. Die Medien lieben das, weil das kocht in den Medien immer wieder hoch. Muss dann einfach abwarten, ob was wirklich Brennendes da rauskommt, wo es ein bisschen Raub gibt oder so. Es nervt ihn gewaltig, das kann man sehen. Und seine Reaktion macht das irgendwie noch schlimmer. Das erinnert immer mehr an Nixon und Watergate, seine Reaktion. Es ist ein Problem für ihn, es wird ein Problem bleiben, aber ob das Problem Russland ihm sein Amt kostet, weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht. Irgendwie es ist noch nichts wirklich Schlimmes gefunden worden, die ihn zum Hängen bringen würden oder zum Amtsenthebungsverfahren bringen würde. Das ist immer noch weit davon entfernt. Aber vielleicht in diesem schlimmen Falle ist vielleicht auch die Chance für die russisch-europäische Beziehungen, dass Russland und Europa dann auch gemeinsam an einem Strang ziehen, nicht wie das in Syrien war, sondern dann wirklich dann vielleicht ein gemeinsames Vorgehen mit dem Ausüben des Drucks auf China und dann vielleicht auch Vereinigten Staaten. Das wären dann die Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Brüssel und zwischen Moskau und Berlin dann. Mhm. Was Russland angeht und den Fall Donald Trump, in den USA ist es ja bis auf in den letzten Tagen, wo Nordkorea plötzlich im Mittelpunkt steht, ist das Thema Russland und Russland-Beziehungen von Donald Trump ja täglich in den Nachrichten. Wie ist das in Russland selbst? Wird da viel drüber berichtet? Es wird schon über die Stand der Untersuchungen natürlich berichtet und man war natürlich sehr verwundert, dass der Präsident Trump diesen verschärften Sanktionsgesetz unterschrieben hat. Man hat sich ein bisschen aber dadurch beruhigt, naja, dass die feindliche Umgebung um Trump, eigentlich ist er nicht so schlecht Russland gegenüber eingestellt, aber halt, er muss diesem politischen Establishment quasi nachgeben und dann dass diese dieses Gesetz auch unterschreiben, dass Russland quasi zum Feind der Vereinigten Staaten erklärt. Jetzt haben die Russen diese Pille geschluckt. Jetzt ist die Tatsache, die jetzt nach den ganzen Untersuchungen, die in den Vereinigten Staaten laufen, das ist eine Tatsache, die man anerkennen muss. Man hat damit nicht gerechnet. Jetzt hat man aber diese Geschichte und jetzt muss ich auch mit dir weiterleben und dann schauen, wie das funktioniert. Also natürlich auch die Stimmung in den russischen Medien hat sich natürlich sehr verändert. Bei den Nordkorea-Berichten ist auch interessant zu beobachten, wie viel an O-Tönen von den nordkoreanischen Fernsehen da eingespielt wird, wo die ganzen Wortwahl von nordkoreanischen Sprechern, also Donald Trump wieder mal vom Golfplatz hat was getwittert und das macht dann die nordkoreanischen Raketenbauer dann ziemlich nervös. Das ist schon ein bisschen dieses Gegenspiel, ach, jetzt kriegst du dann von unserer Seite dann auch zurückgeschossen, was du uns gegenüber gemacht hast. Donald Trump hat ja Dutzende Menschen und Länder beleidigt, nicht nur als Kandidat, als Präsidentschaftskandidat, sondern auch als Präsident. Gegen Putin und Russland hat man nicht viel Negatives gehört. Auch bei seinem Frankreich-Besuch hat Donald Trump ja überrascht, als er Macron getroffen hat. War vielleicht Donald Trump selbst sehr überrascht, wie herzlich und wie groß inszeniert er von Präsident Macron und seiner Frau empfangen wurde? Am 14. Juli? Ja, dachte auch die ganzen Menschen am Eiffelturm, als sie da zum Abendessen waren, dass sie alle für ihn da waren. Und er war sehr beeindruckt. Was hat Macron in diesen Tagen richtig gemacht? Also ich glaube, ich weiß nicht, ob das die richtige Strategie ist oder nicht, aber was er auf jeden Fall versucht zu machen, glaube ich, ist eben nicht aus Trump ein Paria, ein Außenseiter zu machen. Also eben klar ist, über den Klimaabkommen, da wird nichts mehr passieren. Es gibt viele Themen, bei denen wir mit diesem Präsidenten nicht weiterkommen werden. Aber nichtsdestotrotz sind es die Vereinigten Staaten. Das ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Und Frankreich insbesondere braucht die Vereinigten Staaten in Verteidigungsfragen.
in dem Kampf gegen den Terrorismus. Das sind so alles, man kann ohne die Vereinigten Staaten nicht viel bewirken. Und ich glaube, was Macron einfach jetzt versucht, ist, sich auf die Gemeinsamkeit zu konzentrieren. Und natürlich profiliert er sich selbst auch. Das ist ein bisschen so der Trump-Flüsterer geworden in den letzten Wochen, weil... Und er vermittelt den Eindruck, dass er auch über die Unterschiedlichkeit, also dass er sich nicht davon abhalten lässt, mit ihm Beziehung zu haben. Und ich glaube, das gefällt Trump. Ich glaube, das ist so eine Win-Win-Situation. Aber interessant ist trotzdem zu sehen, wie er vielleicht Trump das Gefühl gibt, weil bei Trump hat noch nie was gegen Macron gesagt. Der hat zwar gegen Paris vor ein paar Monaten getweetet, Paris ist nicht mehr das Paris, was man kannte, aber so mit Macron ist eigentlich der einzige Staatspräsident oder Staatschef, mit dem er vernünftig und höflich umgeht, mehr oder weniger. Und vielleicht ist es der richtige Weg. Merkt man das auch nicht. In der EU? Könnte das Macron zumindest bei Themen, bei denen auch es um die USA und den Einfluss der USA geht, könnte das Macron stärken in irgendeiner Weise? Oder ist das noch zu weit weg, diese Beziehung? Ah, ich glaube, Macron ist momentan in der Lage in der EU, da muss er gar nicht mehr viel gestärkt werden. Wenn er die 3% Haushaltsdefizit noch hinkriegt, dann ist er, glaube ich, absolut sakrosant. Es gab, glaube ich, eine sehr kontroverse Diskussion, ob es die richtige Strategie ist. Anne-Marie hat es ja auch gesagt, Trump so, ich sag mal, zu hofieren, ihm so einen Auftritt da zu schenken, nachdem Trump gerade bei der NATO einen ziemlich unrühmlichen Auftritt gehabt hat. Ich glaube aber insgesamt ist es gut, genau aus den Gründen, die Anne-Marie gesagt hat, nämlich den Kontakt zu bewahren, jemanden zu haben, der sehr einfach und unkompliziert mit ihm sprechen kann. Also das ist auf jeden Fall etwas, was der EU insgesamt gut tut, denn die EU und die NATO braucht die USA. Alleine geht das nicht. Und Frankreich ist da noch das Land, was in gewisser Weise in der komfortabelsten Lage ist, jedenfalls sicherheitstechnisch, weil es einfach die einzige, wenn wir jetzt mal die EU-27 nehmen, die einzige komplett unabhängige Militärmacht hat. Einfach weil das auch eine Nuklearmacht ist. An dieser Stelle müssen wir einmal warten, denn jetzt sind Sie dran, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und auf Ihre Fragen hier an die Runde. Und da wollen wir auch direkt unseren ersten Zuschauer begrüßen, Udo Stuckmann aus München. Guten Tag. Guten Tag, Herr Stuckmann. Warum spannt China einen so großen Schutzschirm über Nordkorea? Liegt das in der Tradition begründet? Will China ein noch größerer Weltplayer werden? Ich würde diese Frage gerne an Herrn Brenner richten. Herr Brenner. Kein großer China-Experte, aber der sieht offensichtlich danach aus, weil China jetzt in den letzten Jahren einen unheimlichen Sprung nach vorne gemacht hat, wirtschaftlich, politisch gesehen. Und ist natürlich ein starker Spieler jetzt geworden. Das ist kein rückständiges Land, was wir in den letzten Jahren haben. Und so wie kann man vielleicht vergleichen China-Nordkorea-Politik wie Russland-Syrien-Politik. Also in Russland war Syrien so ein Land, wo man wirklich was bewirken kann, was machen kann. Jetzt ist, glaube ich, auch China dran, das, was dann wirklich dann Einfluss hat auf Nordkorea und dass auch dieser Hebel in der Hand von chinesischen Regierung, wo sie dann auch der Welt zeigen kann, ja, hört mal, also ohne uns geht da auch nicht weiter. Ja, was dazu sagen? Ich meine, für die chinesische Seite ist Nordkorea so eine Art Pufferzone. Wenn Nordkorea nicht mehr gäbe, hätten sie USA quasi als Nachbar. Das, daran muss man irgendwie auch denken. Und das ist China, glaube ich, nie angenehm. Und das ist ein der Grund, warum Nordkorea aufrechterhalten wird. Also ich glaube, dass diese Politik gab es schon seit dem Koreakrieg und schon länger. Es ist jetzt nicht nur aktuell. Ich glaube aber nicht, dass momentan China unbedingt, ich bin auch kein großer China-Experte, aber dass China Nordkorea jetzt als einen Trumpf gerade sieht. Ich glaube, China sieht es genauso als ein großes Problem. Der Zustand von vor 10 Jahren würde diese Pufferfrage auch lösen, ohne dass man eben quasi diese akute Krise hätte. Also ich glaube nicht unbedingt, dass Nordkorea aus chinesischer Sicht so ein Trumpf ist, den man noch hat, sondern eher auch ein Problem. Vielen Dank, Herr Stuckmann, für Ihre Frage. Und wir hören jetzt Desanka Christmann aus Berlin. Herzlich willkommen im Frühschoppen. Können Sie uns hören?
Desanka Christmann. Wir können Sie auf jeden Fall nicht hören. Dann machen wir erstmal weiter mit Frank Knuth in Berlin. Nochmal nach Berlin. Vielleicht steht diese Leitung nach Berlin. Ja, hallo, schönen guten Herr Tag. Knuth. Ihre Frage. Ich hätte meine Frage an Herrn Kirchner. Und zwar, ist das nicht mit dem Trump so, dass er unheimliche Schwierigkeiten zurzeit zu Hause hat? Seine Versprechung, die er gemacht hat, da ist bis jetzt noch nichts rübergekommen. Die Mauer, die er errichten wollte, steht nicht. Obamacare hat er nicht abschaffen können. Seine Einwanderungspolitik wurde von Richtern gestoppt. Und er muss es ja irgendwie verkaufen. Er muss ja irgendwie, und immer wenn die Leute in Schwierigkeiten kommen, ziehen sie natürlich schnell die nationale Karte und können damit alle totschlagen. Ich denke da auch an einen seiner Vorgänger, Bush, damals, wie er in Irak eingestellt, gesagt hat, wer nicht für uns ist, ist automatisch gegen uns. Und das ist natürlich ein Argument, wo die anderen gegen wenig gegen ankommen. Und macht er das jetzt nicht vielleicht genauso? Auch um aus seiner Russland-Affäre abzulenken, weil er war ja vorher immer bei Breaking News damit in Nachrichten und jetzt ist das ganz verschwunden, wenn ich das richtig sehe bei CNN, dann sind es mehr jetzt Korea Breaking News. Herr Knuth, Ihre Frage an Eric Kirschbaum. Ja, ich glaube, Sie haben absolut recht. Das ist wirklich eine teilweise Ablenkungsmanöver für Trump. Er hat nur Probleme gehabt seit Januar. Nur ein Versagen nach dem anderen. Das einzige Erfolg war, der Supreme Court Justice ins Amt zu kriegen. Sonst hat er nur Niederlage, Gesundheitsreform und so weiter und so fort. Und vor allem seine Wortwahl. Er nimmt diese Alliteration auf Englisch, heißt das Fire and Fury, Locked and Loaded. Das sind keine ernsthafte, gut überlegte diplomatische Formel. Das sind ganz einfache, grobe Appellen an seinen Anhänger, ein bisschen die Leute aufzufeuern, wie ein Wahlkampf. Er macht immer noch Wahlkampf. Ab und zu taucht er irgendwo in Virginia oder Ohio auf, wo Leute mit Fahnen und er will die Leute immer motivieren und er will einfach ein bisschen ablenken von was schief geht und ein bisschen an diese gute Wahlkampf 2016 erinnern, wo er Erfolg hat. Und diese Wörter, Fire und Fury, Locked and Loaded, das soll man wirklich nicht so ernst nehmen in Deutschland. Herr Knuth, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Wir schalten nach Moosburg zu Rita Schivon. Guten Tag, Frau Schivon. Guten Tag. Ich habe eine Frage an Herrn Kirschbaum auch. Sehr gerne. Und zwar, ja, und zwar, wenn wir hier in Europa Angst wahrnehmen, weshalb? Ist es jetzt wichtig für Amerika, wie wir sie wahrnehmen, oder sagen Sie, naja, Europa ist nicht so wichtig? Mir geht es darum, zu hören von anderen Politikern, wollen Sie, dass wir Angst wahrnehmen? Oder was wollen Sie, wie soll Europa Amerika wahrnehmen? Vielen Dank für die Frage. Also Ihnen geht es auch darum, wie die amerikanischen Politiker darauf reagieren. Eric Kirschbaum. Ja, Amerika ist ein großes Land. Es gibt viele Leute, die wissen gar nicht, wo Europa eigentlich ist. Aber es gibt natürlich auch viele kluge Leute, die wollen nicht, dass die Europäer Angst haben. Die wollen, dass es gute Beziehungen zu NATO gibt. Und es gibt auch viele kluge, ruhige Köpfe. Europa hat vor 100 Jahren den Ersten Weltkrieg, ist reingestolpert durch genau solche Fehleinschätzungen und Fehler. Und es gibt Leute in den USA, auch John F. Kennedy hat wirklich diesen Ersten Weltkrieg Fehler studiert, die wollen das genau verhindern. Und dass in Europa ein bisschen Angst gibt, kann ich verstehen. Ich wohne hier lange, aber man soll das wirklich nicht so übertreiben. Und es gibt viele Leute in den USA, die wollen nicht, dass die Europäer Angst haben. Die wollen nicht, dass die Alliierten Angst vor einem Krieg haben. Das hat Tillerson, der Außenminister, ganz klar gesagt, man kann ruhig schlafen. Und er meint nicht nur die Amerikaner, sondern Europa auch. Vielen Dank, Frau Schivon, für Ihre Frage. Und wir hören jetzt Helga Fakuri in München. Herzlich willkommen im Frühschoppen. Ich darf meine Frage stellen zu dem Thema Nordkorea. Meine Frage ist, ist sich überhaupt heute noch jemand im Klaren, warum es zu diesen Spannungen mit Nordkorea kommt? Ich kann mich erinnern oder ich habe gelesen, in den vergangenen Jahren gab es schon auch Ansätze von Nordkorea, Angebote zu machen, um in diese Staatengemeinschaft aufgenommen zu werden. Wo ist das alles geblieben? Sind die immer als Feind abgestempelt? Vielen Dank, Frau Hahn. Was ist da passiert? Ja, wie ich auch im Gespräch schon bereits erwähnt habe, nordkoreanische Forderung ist, dass die Aufrüstung durch die US-amerikanische Militär auf der südkoreanischen Seite abgebaut wird und insgesamt eine Entspannung. Und
den auch Friedensvertrag, was von Waffenstillstandsabkommen umgewandelt wird. Das ist noch nicht geschehen und da schaukelte sich immer weiter hoch und sie haben gesehen, dass sie ihre normale Waffenarsenal niemals auf den Vordermann bringen kann, weil die Waffen, die Nordkoreaner besitzen sollen, aus der sowjetischen Zeit kommen. Und wenn ein zu einem Krieg kommt, Auseinandersetzung kommt, ist Nordkorea überhaupt nicht in der Lage. Und soweit ich weiß, hat dann jetzt das nordkoreanische Regime entschieden, dass sie eher auf Atombombe setzt und weniger in die Rüstung ausgeben, das in die Wirtschaft, in die Bevölkerung bringt. Und dadurch kommt das immer zu höheren Eskalationen, dass wenn die Völkergemeinschaft, der Rest der Welt verlangt, dass sie das einstellt, dass sie ihr Atomwaffenprogramm, aber Nordkorea sagt erst dann, wenn die Amerikaner ihre Militäraufrüstung aus Südkorea wegzieht. Und ich glaube, da kommen wir überhaupt nicht mehr weiter seit Jahrzehnten. Vielen Dank, Frau Falkuri, für Ihren Anruf. Und wir schauen jetzt nach Landsberg am Lech. Reinhard Müller hören wir dort. Herr Müller, herzlich willkommen im Frühschoppen. Ihre Frage. Meine Frage erübrigt sich eigentlich, weil der Erik Kirschbaum sie bei einem Vorgängerfrage bereits beantwortet hat. Ein Aspekt ist mir wirklich bisher noch zu kurz gekommen. Alle Politiker, die innenpolitisch Probleme hatten, egal wo auf der Welt, versuchen sich außenpolitisch auf den Putz zu hauen, um von der Innenpolitik abzulenken. Mir scheint das in den USA genau das gleiche Schema abzulaufen. Und deswegen bräuchten wir uns eigentlich keine große Angst zu machen. Die Antwort hat der Herr Kirschbaum aber schon gegeben. Dann. Aber gerade in Trumps Fall ist es interessant, weil der hatte ja selbst gesagt im Wahlkampf, wir ziehen uns zurück, wir werden nicht mehr die Polizei, die Weltpolizei sein. Mhm. Und er macht genau das Gegenteil wieder, um abzulenken. Und man sieht auch in Deutschland, wenn Deutschland innenpolitische Probleme gibt, Brüssel hat immer Schuld, oder? In Deutschland macht man das Gleiche, die schieben Probleme oft auch auf dem Ausland ab, oder? Ja, das wird ja auch von den EU-Politikern regelmäßig kritisiert. Mhm. Aber ganz so weit, dass wir von Fire and Fury reden, geht es dann doch nicht. Vielen Dank, Herr Müller. Wir hören jetzt Ilse Schmonses aus Leverkusen. Herzlich willkommen. Guten Morgen in die Runde. Ich habe nur die Frage, ob Sie meiner Meinung zustimmen könnten. Ich habe das als besonders schlimm empfunden, dass Trump diese Äußerungen gemacht hat zwischen 6. und 9. August. Das sind die beiden Daten mit der Erfahrung der ersten Atombombe der Amerikaner auf Hiroshima, die zweite auf Nagasaki. Er hat einen Selbstläufer in die Welt gesetzt. Denn jeder, der einigermaßen seine Sinne beisammen hat, kann sich an die Wirkung von Atombomben erinnern. Und das finde ich einfach hinterhältig. Das finde ich so hinterhältig, dass dieser Mann die Welt in Atem hält. Ich würde es ihm sogar zutrauen, dass er tatsächlich diesen Weg geht. Es würde ein Stellvertreterkrieg. Frau Schmonses, Erik Kirschbaum wird Sie wahrscheinlich beruhigen. Das hat er in dieser Runde ja schon mehrmals getan. Richten Sie die Frage einen aus der Runde noch? Ich will vielleicht dazu sagen, das ist wirklich eine interessante Bemerkung. Und ich glaube, dass der Trump sich auch gar nicht bewusst war, an welchen Daten die kamen. Aber andererseits, was ich schon vorher gesagt habe, seine Tweets, seine Drohungen waren die Reaktionen auf die Tests, die Nordkorea durchgeführt hatte. Und deswegen müssen wir dann erstmal auch an dieses Problem denken und dann lösen dieses Problem zu denken und nicht an die Reaktionen von Trump. Also mir ging es wie Ihnen, wenn Sie anrufen hier bei uns. Ich habe genau das Gleiche gedacht, weil in der Tat, es war natürlich eine Reaktion auf Raketentests, auf Atomtests, die es schon vor einigen Monaten gab. Aber das so auszugestalten, dass man halt diesen Atomschlag impliziert und dann noch hinten dran hängt, wie ihn die Welt noch nie gesehen hat, an Tagen, wo wir von Hiroshima reden, von Nagasaki reden, wo wir alle wissen, was in Stalingrad, Leningrad, Warschau, Rotterdam, sonst wo schon passiert ist, dann so etwas zu tweeten. Also ich finde, ich stimme Ihnen zu.
Wir haben noch Zeit für eine Frage. Roland Katzer in Chemnitz. Herzlich willkommen im Frühschoppen. Ja, Ihre Frage. Schönen guten Tag. Ich fasse mich kurz. Ich habe den Eindruck, dass immer wieder die internationale Gemeinschaft sich bemüht, solche Leute wie diesen Kim mit Sanktionen irgendwie zu fassen zu kriegen. Und sie sind immer nutzlos. Und sie führen immer wieder dazu, dass eher die Länder verarmen, aber nicht die Regime irgendwie gebändigt werden. Beispielsweise Persien, also der Iran, beispielsweise Irak. Das ist ein derartiger Unsinn und wird immer wieder versucht. Was sagt die Runde dazu? Ja, da stimme ich Ihnen auch zu, dass wir überhaupt nicht mehr in den letzten Jahren vorwärts gekommen sind. Und das müssen wir als Anlass nehmen. In den südkoreanischen Medien spricht man auch darüber. Ironischerweise, wenn Trump jetzt so eine starke Aussage gemacht hat, dass er zu einem Gespräch irgendwie noch mal gezwungen wird. Leider haben wir nur noch Zeit für diese kurze Antwort gehabt, aber wir wollen so viele Anrufe wie möglich wahrnehmen in unserer Sendung. Vielen Dank, dass Sie dabei waren beim internationalen Frühschoppen an diesem Sonntag. Und ich danke der Runde ganz herzlich für die wertvollen Beiträge. Das Thema bleibt aktuell. Bis bald.